Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem netten, kleinen, aber sehr, sehr feinen Video. Heute werde ich euch mal zeigen, was in Arthur so alles neu ist und was mittlerweile so der kleine, feine Unterschied ist. Also Leute, gehen wir mal direkt ins Video. Aber Leute, bevor es jetzt hier sehr sachlich wird, denkt daran, Däumchen wäre ein Träumchen. Jetzt ein Like da lassen, dieses Video und auch meinen Channel damit unterstützen. Vielen Dank dafür. Eure Gedanken mir immer gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch kein Abo hier habt, holt das mal ganz schnell nach, weil ein Abo ist kostenlos. Und aktiviert die Glocke, weil so verpasst ihr nämlich nichts mehr. Und holy shit, Leute, im Gegensatz zu Ark Survival Evolved hat sich bei Ark Survival Ascended so einiges getan. Und zwar... Es fängt schon an, wirklich im Startmenü, dass wirklich alles so ein bisschen digital gehalten ist, dass alles so wirklich ein bisschen aufgehübscht wurde. Und ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Alte Ark-Hasen tun sich da vielleicht ein bisschen schwer dabei, aber ich muss im Allgemeinen sagen, dass das neue Menü mir richtig gut gefällt. Und bis darauf, dass die Sachen halt jetzt woanders zu finden sind, da muss man halt so ein bisschen durchnavigieren, sind trotzdem die Einstellungen weiterhin vorhanden. Und es sind sogar noch weitere Einstellungen dazugekommen. Ich will das aber jetzt hier nicht im Detail durchgehen, weil wie gesagt, sonst würde das Video viel, viel zu lange dauern, sondern so im Allgemeinen möchte ich gerade mit euch das mal hier überfliegen. So sehen wir zum Beispiel hier in diesem Fenster schon mal The Island. Das heißt, hier werden unsere Maps aufgelistet. Das heißt, wenn später dann mal Maps dazukommen, wie zum Beispiel die Hauptbäuer, also die weiteren Hauptmaps oder die Non-DLC-Maps, werden die hier an der Seite aufgelistet. Dann haben wir zum Beispiel jetzt hier mittlerweile ein separates Mod-Fenster, wo wir zum Beispiel verfügbare Mods und aktive Bots sehen können. Wie gesagt, dazu kommt natürlich dann auch später mal ein Erklärvideo. Dann haben wir weiterhin die Game Rules, wo wir zum Beispiel hier die Standardeinstellungen für unsere Welt treffen können, aber es gibt auch immer noch die erweiterten Rules. Das bedeutet, hier kann man erweiterte Einstellungen machen, wo es dann nochmal so ein bisschen in die Materie geht. Für Leute, die kein Englisch sprechen, kann das natürlich ein bisschen schwierig sein, aber ich hoffe, dass mit den nächsten Updates natürlich dann auch weitere Übersetzungen mit reinkommen. Weil das große Problem ist momentan, wenn man hier zum Beispiel irgendwo drauf geht, ist die Beschreibung in Englisch. Aber ich sag mal so, es gibt ja mittlerweile coole Apps, mit denen man per Kamera Sachen direkt übersetzen kann. So, natürlich kann man dann hier auch einstellen, zum Beispiel Sachen für PvE, PvP, World, Wild Dino, Tamed Dino, Spieler, XP-Multiplikatoren und natürlich noch weitere Einstellungen. Genauso gibt es dann noch hier wieder Engramme und Leute, wie gesagt, es ist trotzdem im Allgemeinen sehr übersichtlich gehalten. Genauso in der Charaktererstellung hat sich wirklich einiges getan, Leute, weil das sieht jetzt mal wirklich richtig geil aus. Wir können uns auch erinnern, wie die alte Charaktererstellung ausgesehen hat und hier haben wir zum Beispiel jetzt viel mehr Möglichkeiten, vor allem weil die Charaktere auch wirklich sehr viel schöner aussehen. Jetzt ist es wirklich so, dass man hier sich einen richtig geilen Charakter zurecht machen kann. Ich werde das jetzt gerade mal schnell machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So würde mein Charakter jetzt nämlich dann aussehen. Wie gesagt, ich habe einfach mal bunt was zusammengemischt, weil man kann zum Beispiel jetzt auch verschiedene Farben festlegen, zum Beispiel für die Bartbehaarung, für die Kopfbehaarung oder zum Beispiel auch die Augen. Jetzt gehen wir mal ganz schnell das hier durch, damit ich es euch wenigstens einmal kurz gezeigt habe, weil es gibt hier verschiedene Sachen, Leute. Genauso hier nochmal ganz kurz der Kopf. Wenn man näher rangeht, kann man mittlerweile alles festlegen, wie zum Beispiel die Haarfarbe, die Haarlänge. Man kann zum Beispiel die auch zweifarbig machen. Viel Farbauswahl gibt es allerdings nicht, Leute. Also wie gesagt, da muss man wirklich schon ein bisschen erfinderisch sein, damit es ein bisschen gut aussieht, ne? Genauso kann man hier dann auch wieder den Rumpf einstellen, die Arme, die Beine. Und das Coole ist, man kann natürlich auch seinen Charakter wieder speichern. Das heißt, wenn ihr unten dann zum Beispiel auf Speichern geht, habt ihr hier ein vorgefertigtes Fenster, wo ihr zum Beispiel dann sagen könnt, ich gebe jetzt hier einen zum Beispiel Doctendo 2, weil ich habe nämlich schon einmal was gespeichert. So, zack, annehmen. Und dann ist der Charakter nämlich gespeichert. Und wenn ihr nämlich dann auf Laden geht, könnt ihr nämlich dann hier zum Beispiel... Okay, mein Charakter ist schon gelöscht. Entschuldigung. Okay, aber dann seht ihr zum Beispiel Doctendo 2. So, und dann könnt ihr hier nämlich auf Voreinstellungen laden gehen, falls ihr mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was neu machen wollt. Ja, so Leute, aber jetzt gehen wir erstmal rein in die Welt. Genauso auch beim Spawn-Fenster ist es jetzt so, dass das sich natürlich total verändert hat. Diese Map, wie wir sie vorher gekannt haben, wo ihr einfach dieses Buch in die Hand nehmt, gibt es jetzt nicht mehr. Und zwar, wir haben jetzt eine digitale Map, kann man sagen. Und Leute, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Dazu zeige ich aber euch gleich noch ein bisschen mehr, weil natürlich wird es auch noch mal ein separates Video geben, was die Map alles für Funktionen hat, weil holy shit, Leute, da ist nämlich einiges dazugekommen. Jetzt ist aber so,
so, dass wir natürlich hier, wie gesagt, eine richtig schöne digitalisierte Map haben. Und wie gesagt, man kann jetzt wirklich... Ich zeige euch gleich mehr, Leute. Es ist einfacher, wenn ich es euch gleich zeige. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das Join auf die Map. Ich wollte noch ganz kurz mit einwerfen. Man sieht ja immer zwischenzeitlich diese kleinen Sequenzen, wo Helena etwas erzählt. Genauso auch diese Sequenzen wurden einmal grafisch aufgearbeitet, weil die nämlich im Gegensatz zu Ark Survival Evolved nämlich jetzt viel, viel klarer, viel, viel schöner aussehen. Wollte ich aber nur mal schnell eingeworfen haben. Und wenn wir dann auf der Map angekommen sind, kann es mal passieren, dass es kurz ruckelt. Ja, das ist aufgrund der Grafik, weil er natürlich erstmal ein bisschen was laden muss, Leute. So, aber jetzt sind wir auf der Map angekommen, ja, und es sieht einfach traumhaft schön aus. Wer sich an den alten Spawnpunkt erinnern kann von The Island, ja, das hier ist der erste Spawnpunkt, Leute, und hier hat sich echt alles verändert. Wirklich, es sieht komplett anders aus. Also wer jetzt behauptet, dass Ark Survival Ascended sich nicht gelohnt hätte, Leute, der weiß nicht, von was er redet, weil der spielt tatsächlich dann noch nicht lang genug Ark. So, aber jetzt, Leute, zum Beispiel, jetzt haben wir hier zum Beispiel das Schöne, wenn wir zum Beispiel durch Gras durchrennen, sehen wir zum Beispiel, wie sich auch das Gras bewegt. Weil ich renne jetzt zum Beispiel hier durch, ja, und das ganze Gras ist in Bewegung und das ist nämlich das Schöne. So, genauso sind auch weitere Animationen dazu gekommen, was zum Beispiel Wasser anbetrifft. Wenn wir nämlich jetzt ins Wasser springen, flupp, ja, guck mal, wie schön das spritzt. Es spritzt richtig schön, yes. So, aber was ist noch neu? Neu ist zum Beispiel die neue Karte, die ihr nämlich dann in-game nämlich dann habt. Und zwar, wenn ihr nämlich auf die Map geht, habt ihr nämlich das schöne Ding hier. Sorry, dass ich einen kleinen Schnitt reingehauen habe, aber ich habe mir fast eben die Seele aus dem Leib gehustet. So, nochmal, von vorne. Ich wollte euch gerade die neue Map zeigen. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier eine neue Map, ja. So, und zwar, ihr habt nicht mehr dieses Buch, ja. Wie ich eben schon gesagt habe, dieses Buch ist weg. Das heißt, ihr habt jetzt hier so eine wunderschöne Map, die ihr euch nämlich einblenden lassen könnt, wo ihr nämlich dann zum Beispiel seht, wo ihr euch gerade befindet. Und das Gute ist, die ist nämlich durchsichtig. Das heißt, ihr könnt diese Map offen haben, ja, und könnte währenddessen nämlich durch die Gegend rennen. Und das ist richtig schön. Und wenn ihr einfach mal die M-Taste lang gedrückt haltet, ja, könnt ihr nämlich dann hergehen und könnt zum Beispiel auch die Karte ranzoomen. So, einfach M gedrückt halten und mit dem Mausrad einfach hier ein bisschen gedreht und dann könnt ihr reinzoomen oder rauszoomen. Und das ist schon mal richtig geil. Eine weitere Sache, die auch neu ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel Büsche abfarmt, ich gehe zum Beispiel mal hier ran, und wenn ihr den jetzt abfarmt, seht ihr, wie er sich so langsam auflöst. Vorher war es ja so gewesen, dass der Busch einfach zerfallen ist und jetzt seht ihr richtig, wie der Busch so langsam weniger wird. Auch eine weitere neue Sache ist, wenn euer Charakter Schaden bekommt, dass man dann sichtbare Wunden sieht am Körper. Also ist es nicht so, wie damals, wo man einfach nur ein bisschen Blut gesehen hat oder so, sondern der Körper hinterlässt jetzt tatsächlich Spuren von diesem Schaden. Genauso ist es auch neu, wenn ihr zum Beispiel irgendwas abfarmt, wie zum Beispiel Felsen, dass diese zum Beispiel Risse bekommen. Das heißt, man sieht, wie der Felsen langsam brüchig wird und dann nämlich zum Schluss zerfällt. Und das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die ich richtig cool finde. Jetzt sieht man, dass nämlich der Felsen nämlich so quasi auseinandergefallen ist. Der löst sich nämlich dann so langsam auf. Ha, Leute, seht ihr, das sind so richtig kleine, schöne Sachen, die mit reingekommen sind. Bei Bäumen, die fallen einfach so ganz strange um. Ja, da könnte man tatsächlich noch ein bisschen die Animation schöner machen, weil da ist nämlich tatsächlich so das Problem, die fallen übertrieben schnell, Leute. Ja, ich will jetzt nicht rummeckern tatsächlich, bei mir gefällt es tatsächlich richtig gut, aber ich will euch das mal kurz an einem Beispiel zeigen. Ich gehe nämlich mal hier an einem Baum dran, ich farm den mal ab. Dauert einen kleinen Moment. Lupp. Seht ihr? Die Animation ist einfach viel zu schnell. Obwohl ich dazu sagen muss, dass es auch im Gegensatz zu vorher wirklich schon richtig geil aussieht. Genauso will ich auch mal ganz kurz erwähnen, dass auch spezielle neue Items mit reingekommen sind, wie zum Beispiel weitere Bären, wo ich noch überhaupt gar nicht weiß, was es eigentlich für Bären sind und was sie für eine Wirkung haben. Das wird auf jeden Fall später alles in einem weiteren Video behandelt, ja, damit man weiß, was man was wofür verwendet. Ja, geiles Deutsch. Leute, aber die Menüführung im Allgemeinen ist wirklich sehr schön gemacht. Ist zwar auch wieder jetzt alles ein bisschen mehr digitalisiert worden, aber ganz ehrlich, Leute, ich finde es auf jeden Fall geil. Das heißt, wir haben weiterhin hier unser Menü. Hier können wir uns weiterhin leveln. Dann haben wir zum Beispiel hier unser Engramm-Menü, was mittlerweile auch sehr schön aussieht. Ja, dann haben wir natürlich hier weiterhin die Stammverwaltung, ja, die natürlich auch ein bisschen sortierter aussieht als vorher. Dann haben wir hier zum Beispiel auch das Fenster, wo wir zum Beispiel
Beispiel gezähmte Dinos bzw. Dinos, die in der Zähmung sind, verfolgen können. Dann haben wir hier weiterhin die Entdeckernotizen, die hier aufgelistet werden. Und wir haben hier nochmal zusätzlich die Karte, Leute, wo wir nämlich dann auch hergehen können und können so quasi dann auch nochmal schauen, wo hier was ist, wo wir uns gerade befinden. Hier können wir zum Beispiel auch unsere Marker setzen. Hier kann man zum Beispiel auch sehen, wo man gestorben ist. Also ist auf jeden Fall richtig cool gemacht, Leute. So, wie gesagt, diese Karte wird auf jeden Fall im Verlauf des Spiels sehr wichtig werden. Vor allem, wenn man zusammenspielt, weil man nämlich so quasi hier auch Wegpunkte nach meinem Wissen auch teilen kann, so dass es auch andere sehen. Und das ist nämlich dann auch richtig geil. Aber Leute, jetzt kommen wir mal zur schönsten Neuerung, die mir wirklich am besten gefällt. Und zwar ist es das neue Fototool, mit dem ihr richtig geile Fotos machen könnt. Und zwar, ihr geht nämlich einfach in das Pause-Menü und geht hier einfach auf Fotomodus umschalten und dann habt ihr nämlich jetzt die Kamera, mit der ihr nämlich hergehen könnt und könnt nämlich richtig geile Fotos machen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch weiter entfernen, ihr könnt weiter in die Luft gehen und könnt nämlich dadurch nämlich richtig geile Aufnahmen mittlerweile machen. Und das ist nämlich auch richtig cool. Und gerade für Content-Creator, die nämlich Videos machen und Thumbnails, haben die nämlich jetzt richtig geile Möglichkeiten, Fotos zu machen. Weil ihr könnt so quasi jetzt auch jeden Pickel auf eurem Charakter sehen, ja, oder ob er Läuse hat. Das könnt ihr natürlich auch sehen. Leute, aber ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Und das war jetzt nur ein kleiner Überblick über die Sachen, die neu sind. Ich meine, im Hintergrund kann man schon sehen, dass sich an der kompletten Welt was geändert hat. Und Leute, holy shit, das ist auf jeden Fall nicht mehr das Arke, was ihr kennt. Weil im Laufe der Videos, die ich nämlich machen werde und auch der Let's Plays, was ich aufnehmen werde, werdet ihr nämlich den Unterschied auf jeden Fall sehen. Das heißt, das Ark Survival Ascended ist nämlich genau das Ark, was wir eigentlich die ganze Zeit haben wollten. Auch wenn es im Moment noch sehr, sehr viele Kritiker gibt oder zum Beispiel auch Spieler, die es momentan leider noch nicht spielen können, weil sie zum Beispiel einen PC haben, der es nicht hinbekommt. Oder was zum Beispiel auch sehr traurig war zum Release-Tag, und das sage ich ganz ehrlich und das meine ich auch von Herzen, Leute, es war wirklich sehr traurig, dass die Konsolenspieler noch warten müssen. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn die Konsolenspieler auch ihre Version dann endlich so schnell wie möglich bekommen, weil mir sind die Konsolenspieler dann auf jeden Fall herzlich willkommen in der Runde. Leute, aber was denkt ihr jetzt über die Änderungen in Ark Survival Ascended? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare und lasst uns mal sachlich darüber diskutieren. Und jetzt zum Schluss habe ich euch hier nochmal zwei weitere Videos verlinkt, plus eine Playlist und natürlich die Verlinkung zu meinem Let's Play Channel, wo ich auch dann jetzt Ark Survival Ascended spielen werde. Kommt auch gerne in den Livestream, würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!